Hallo Leute, DRL zurück mit dem neuen Part von Eleanor. Und wir sollen jetzt ja von Elysian Fields erstmal fernhalten. Ich werde mich mal ausnahmsweise daran halten, weil Cole bewegt sich ja wirklich schon auf dünnem Eis, was so das Department angeht. Fahren wir mal zu diesem Rancho Escondido. Naja. Einmal Krach an und los geht's, jawohl. Ups! Die Laterne hat sich mir in den Weg geschmissen, ich hab's gesehen. Das ist wie mit den Dahlia, Black Dahlia Morden. Das ist alles verschachtelt, es ist nicht wirklich sicher, wer da nun eigentlich der Täter ist. Alles schwierig. Okay, nächste links, das passt, dann sind wir schon da. Noch mal links rein. Rancho Escondido ist kein Name gewesen, okay. There are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Noch was abgefackelt ist, das gibt's doch echt nicht, ne? I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, dickhead. Sir. Now step back or I'll lock you up for Smart a play. No. Come back here. I'm gonna You're not getting off that easily. That's done. We're gonna have to pacify these poor sacks. So, den hätten wir. Ach, du willst auch noch aufs Maul? I'm gonna bust you. Okay. Jetzt ist bloß eine aufgebrachte Menge. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Bloß auf das Blut von den falschen Leuten. Ja, dann sehen wir uns mal um hier. Rein können wir nicht. Muss es da irgendwas geben? Na, ich komme da auch nicht die Schrägen hoch. Da war was. Na komm. Hä? Ja, das kann doch kein Mensch sehen, jetzt mal ohne Witz. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Okay. Jo. Das ist wirklich ein bisschen. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet. Ja, ich will bis nochmal an den hinteren Teil da gucken. Alter, hier hat's ja echt Wahnsinn. Das sehe ich jetzt erst. Rennt sich mal um das eine Haus rum. Hier ist ein ganzer Straßenzug abgefackelt. Alter Schwede. Okay, da komme ich auch nicht rein. Das war jetzt bloß ein bisschen verbuggt. Ja, da können wir noch suchen, Leute. Dann auf ans
Werk, Mr. Phelps. Das Ding ist ordentlich runtergebrannt. Naja, das sollte wohl nicht der einzige Beweis sein oder das einzige Indiz, was wir hier finden. Alter Schwede. Das ganze kleine Viertel hier ist niedergebrannt. Darum waren das auch so viel aufgebrachte Leute. Ich dachte, das war jetzt irgendwelche Verwandtschaft oder Bekanntschaft von dem. Heide Witzka. Na, nicht hängen bleiben, Cole. Aber noch kein Instraheat. Wasserboiler gefunden. Na komm, geh drüber. Das ist doch... Da können wir auch nicht rein. Nee, scheint wirklich nichts zu sein, großartig. Das ist ein bisschen... Wie ist denn das Feuer da übergesprungen? Das ist doch, als ob da einer irgendwie regelrecht eine Spur gelegt hat. Ich meine, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Also, das ist... Aber das sieht eher aus, als ob da jemand eine Benzinspur oder sowas... Also, Wahnsinn. Na! Boah, das ist ja alles... Wirklich die ganze Gegend abgefackelt hier. Alter Schwede. Und denn den einen kleinen Hinweis bis jetzt. Mann, 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 Mann. Ja, ich gucke mir diesen hinteren Teil auch gleich noch an, aber... Das gibt's ja nicht. Wirklich ein ganzes Viertel ist da abgefackelt. Ich würde bloß zu gern sehen, wo das angefangen hat. Ah, oh, da drüben ist auch noch alles. Das kann doch nicht sein. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Nö. Der sagt nichts. Gibt's doch nicht. Boah. Okay, das war hier drastisch. Geht abpacken schneller als abreißen. Jetzt habe ich dich gescheucht, Cole. Jetzt bist du müde. Okay, dann gehen wir mal hier. Das kann er nicht. Ey, Wahnsinn. Okay, dann gehe ich jetzt mal um den Außenbereich hier noch rum. Irgendwo muss es doch angefangen haben. Das will ich wenigstens noch irgendwie entdecken. Ist geil, wie da der Briefkasten noch rumsteht. Eine Fresse, wirklich die ganze Umgebung abgefackelt. Und ich tippe fast darauf, da gibt's fast nichts. Außer wenn ich irgendwo vielleicht so einen Wasserboiler sehe. Aber der Rest... Ja, es ist jetzt ein bisschen zäh hier in der Folge, es tut mir leid. Deswegen mache ich auch so schnell wie es geht. Irgendwo muss er das angefangen haben. Es sehe nirgends diesen Wasserboiler, diesen typischen. Also das ist jetzt hier... Ich meine, die anderen Brandstiftungen waren schon übel, aber das ist hier... Wow. Mensch, bitte einen kleinen Hinweis. Ich meine, sobald irgendwas in der Nähe ist, kommt da so ein Ding, Ding, Ding und mein Pad vibriert ein bisschen. Insofern ist da eigentlich was zu finden, auch wenn ich das hier im Schnelldurchmarsch mache. Aber irgendwie... Alter. Hm.
War das wirklich bloß dieser eine poröse Stein, den wir davon finden mussten? Das kann ja nicht sein. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Na gut, die Hälfte haben wir. Aber auch gar nichts an irgendwelchen Hinweisen. Das ist ein bisschen blöd. Gut, dann haben wir jetzt bloß noch diese linke Seite hier von mir aus gesehen. Dann haben wir es hinter uns. Ich hoffe ernsthaft, da ist noch was. Bloß dieser kleine bröckelige Stein als Beweis ist mir jetzt auch ein bisschen zu wenig. Vor allem, ich möchte, dass dieses blöde Gerinne hier Sinn hat. Aber da ist nix. Da ist gar nichts. Ich würde halt echt gern wissen, von wo das seinen Ausgang wenigstens hatte. Aber vielleicht können wir da auch nochmal mit dem Brandinspektor später drüber quatschen. Also ich finde nichts. Ich weiß, ich renne ja auch bloß rum, aber... Wie gesagt, das gibt schon eigentlich eindeutige Signale, wenn irgendwas in der Richtung ist. Jetzt kommt es beim letzten Haus, ist irgendein Hinweis. Ich spack ab. Ist das das letzte? Scheint so, ja. Letzte oder vorletzte. Jetzt habe ich Kohle aber auch genug gescheucht. Nee, also irgendwie scheint da wirklich nichts weiter zu sein. Na gut, dann haben wir hier ein Part lang rumgeeiert. Dann fahren wir wenigstens noch zu diesem Elysienfelds-Gedöns hin. Das war, glaube ich, der Start. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin jetzt gerade völlig neben der Spur. Mei, die Dinger haben wirklich einen Wendekreis. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das Haus ist, wo ich als allererstes war. Wo die betende Familie drin war. Klappezentrale. Vorne fährt mein Erzfeind. Obwohl der ja vom paar Parts echt den einen Fliegenden richtig schön umgemangelt hat. Das hat mir schon gefallen, muss ich zugeben. So, dann kommen wir die nächste mal links. Das war das Haus mit dem Nachbarn. Verdammte Axt. Okay. Elysian Fields. Ey, wenn ich Sirene anhabe und auspacken will, dann wartet ihr. Na gut, deswegen ist nicht weit weg. So, da sind wir schon mal richtig.
Tut mir leid, dass das so ein Krusche-Part war. Ich habe echt gedacht, ich werde wenigstens noch irgendwie einen Hinweis finden. Dem war leider nicht so. Was hier jetzt passiert, sehen wir im nächsten Part, Leute. Ich sag ciao für heute und macht's gut. Bye, ich bin raus.